Hi und herzlich willkommen zu Für mich ist auch die letzte Runde, mein Stricktagebuch hier auf YouTube. Ich bin Julia, 43, Außenwerklehrerin und ich zeige euch, was ich so gewerkelt habe die letzten 2 Wochen, was hier eingezogen ist, was sonst noch so stattfindet und was ich interessant finde, euch zu zeigen. Genau, alles wie immer, ne? Aus eigener Tasche und eigenen Händen. Ja, und damit können wir eigentlich schon loslegen. Also hallo zusammen, letzte Runde vor Weihnachten, deswegen habe ich mich heute ein bisschen in weihnachtlichen Schmuck geschmissen. Ich muss mal aufstehen, damit man die ganze Großartigkeit dieses Weihnachtspullis erkennen kann. Also es ist der offizielle Pizza-Katzen-Weihnachts- im Universum-Pulli und der sorgt jedes Mal für Freudengekicher auf jeder Weihnachtsfeier, auf der ich bin. Und ich mag den auch sehr. Ich habe mir den vor ein paar Jahren mal angeschafft und der wird seitdem aber auch wirklich mit Liebe jedes Weihnachten getragen. Also kann ich das verschmerzen, dass ich mal ein bisschen so ein Schrottmodeteil angeschafft habe. Genau, mein Mann hat das passende Gegenstück dazu mit ebenfalls auf grün, ebenfalls die Katzen mit den Weihnachtshüten. Ja, wir sind immer ein Blickpunkt auf jeder Weihnachtsfeier. Gut, ja, letzte Folge vor Weihnachten. Ich habe heute gar nicht so super viel zu zeigen, weil ich jetzt eben wirklich sehr pointiert an 2, 3 Teilen gearbeitet habe, die vor Weihnachten fertig werden mussten oder müssen. Und auch einfach aufgrund der Gesamtsituation gerade, ich habe es ja letztes Mal schon erklärt, was jetzt bei mir im Job gerade so abgeht, plus natürlich das jetzt Weihnachtsfeiern und ach, irgendwelche alten Freunde, die mal wieder in der Heimat sind, etc., etc., einfach auch gerade viel Termine sind. Deswegen ist nicht so viel passiert, aber ich wollte euch jetzt trotzdem nochmal hier am 4. Adventssonntag sozusagen in die Bude schneien und dann ist es halt nicht so lang. Aber ich habe geplant und da ich Ferien habe, sollte das auch zeitlich gut hinhauen, wie letztes Jahr um Silvester rum, es wäre ja auch ein Sonntag dieses Jahr, Neujahr, wieder eine, ich hole mal meine ganzen Projekttaschen und pack alles aus. Party zu machen. Das ist für mich auch immer ganz gut, dass ich sehe, ah, okay, das hast du wirklich gemacht. Das liegt jetzt immer noch da, wie vor 12 Monaten schon, etc., etc. Also ich denke, dass wir uns da um Neujahr rum dann auf jeden Fall sehen. Habe auch überlegt, ob ich 2 draus mache. Also einmal, was ist alles da und einmal Dinge, die ich sozusagen, von denen ich schon alles da habe, was ich brauche, die ich nochmal anfangen müsste. Und die ich dann schon in Projekttaschen packen könnte, damit ich das auch tue. Mal gucken. Weiß ich noch nicht so genau. Werde ich sehen. Jo, das ist der Plan. Sonst ist hier jetzt die ganze 2 Wochen nichts Besonderes passiert. Wie gesagt, ein paar Weihnachtsfeiern, ein paar Weihnachtsmarktbesuche mit Freunden. Bisschen stricken, viel Arbeit. Das ist der Lauf der Dinge gerade. Mal hoffe, dass sich das nach Weihnachten etwas entspannt. Ich werde dann zwar in Vollzeit sozusagen die Verantwortung an der Schule übernehmen müssen, aber ja, dafür fallen vielleicht jetzt andere Sachen weg, die gerade noch so parallel dazu laufen. Genau. Dann wollte ich Danke sagen für eure, also auch gerade an die KollegInnen, die Reaktionen auf die letzte Woche, wo ich ja gesagt habe, schreibt doch mal unten rein, wie es euch so damit geht. Mit der Sache in den Schulen, der Überlastung, dem Lehrermangel, dass wir auch gerade beim Thema Mathe auch vielen Kindern oft nicht mehr gerecht werden können, aufgrund der Rahmenbedingungen auch. Und ja, da haben doch 1, 2, 3 Leute drunter geschrieben in die Kommentare und es ist, also eigentlich ist es ganz blöd, zu wissen, dass es überall anders auch so ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie gut zu wissen, dass woanders auch so ist, wenn man dann selber so ein bisschen durchatmet und sagt, okay, manche Dinge, also anscheinend kann ich auch arbeiten, was ich will. Manche Dinge sind wirklich ein Problem, das so an anderer Stelle hängt, dass es überall anders auch so ist, dass es vielleicht auch aus meinen Händen ist, es zu lösen. Auch wenn es schade ist, aber ja, tut ja manchmal auch ganz gut zu wissen. Es ist eher was im System als an einem selber. Genau, dann wollte ich auch noch Danke sagen für alle, die sich jetzt bei mir melden, die glücklichen GewinnerInnen, waren glaube ich tatsächlich alles, also zumindest im Namen nach auf Frauen. Ja, kriegt schon ganz viel Rückmeldung, dass die Päckchen ankommen und so, das ist immer super, weil dann weiß ich, okay, hat alles geklappt. Auch die Gutscheingewinnerinnen
haben sich hoffentlich inzwischen verknüpft mit ihren entsprechenden Gutscheingebern. Es gibt jetzt noch eine Dame, die sich noch nicht bei mir zurückgemeldet hat und deswegen liegt das Päckchen noch hier, weil ich hatte nur eine E-Mail und keine Adresse. Also ich werde ihr jetzt nochmal schreiben. Sollte die sich jetzt bei mir gar nicht auch auf die zweite Anfrage nicht melden, werde ich dieses einzelne Packerl nochmal auslosen und dann kriegt nochmal jemand ganz überraschend was zugeschickt. Wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten, aber dann eben zwischen den Feiertagen. Aber ich hoffe ja eigentlich, dass sie noch drauf reagiert, denn sie hat es ja rechtmäßig gewonnen. Genau. Gut. Soweit dazu. Ja, nee, mache ich später. Genau. Also nochmal auch der Reminder, ne, wer noch was über hat, wer noch sagt, ach, hier ist doch noch ein paar Socken fertig geworden, ein Schal, ein Mützchen, was auch immer. Oder ich bin mit den Weihnachtssachen durch und habe gerade eigentlich keinen Kopf für was Kompliziertes, aber ein paar, ne, eine Mütze würde gehen oder ein paar Socken oder Handschuhe oder wie auch immer. Die Katja freut sich immer noch, wenn ihr ihr noch Sachen schickt. Also es sind auch noch Sachen angekommen jetzt. Das freut mich total und sie auch. Und wer da noch was hat, auch gerne noch nach den Feiertagen oder nach Silvester. Na, wenn da jetzt jemand Urlaub hat und sagt, da hätte ich Zeit. Haut rein, schickt ihr, was ihr wollt. Und das ist jetzt ein kleiner Aufruf meinerseits. Wir würden uns auch über Spendenwolle freuen. So, und jetzt erstmal zuhören, bitte. Wir haben ja diesen einen Verein, der für uns auch mitgestrickt hat. Da ist sozusagen, das ist so eine Tagesbetreuung für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und die haben fleißig mitgestrickt. Da ist natürlich wie überall im sozialen Sektor wenig Geld da in der Einrichtung für solche Späße. Und die durften auch aufgrund von Datenschutz nicht an der Verlosung teilnehmen, weil weil wir da natürlich die Namen nicht bekommen haben. Ne? Wir haben da nur die Stricksachen bekommen, was völlig verständlich ist. Ich habe da schon den ganzen Sack voll Wolle hingeschleift als Dankeschön. Und meine Überlegung war jetzt, wenn ihr an euren Schrank geht, an den Wollschrank oder die Wollkiste oder wie auch immer ihr das lagert, und da habt ihr noch ein paar schöne Knäuel. Ja, also was wir bitte nicht brauchen, ist 10 Gramm Reste von irgendwas oder so. Das, na, alles schön und gut, aber ich muss echt sagen, wenn die schon dafür für den guten Zweck stricken, möchte ich, dass die auch anständige Wolle kriegen. Also wenn ihr noch ein paar schöne Knäuel habt, wenn da jetzt von dem 100 Gramm Knäuel 10 Gramm runter sind, das kann ich akzeptieren, aber bitte nicht umgekehrt. Und bitte brauchbare Garne, also vielleicht nicht das Fussel-Effekt Lurex-Paillettengarn, das, keine Ahnung, die Erbtante in den 80ern mal angeschafft hat und seitdem irgendwie von Haushalt zu Haushalt wandert. Einfache Garne, das kann auch mit Acryl sein, das ist alles okay. Na, es muss jetzt nicht eure teure handgefärbte Merino-Seide sein, darum geht's nicht. Aber anständiges Garn einfach, also mit dem man auch anständig arbeiten kann und mit dem man auch viele Sachen machen kann. Also wenn ihr da noch was über habt, ein paar Knäuel Sockenwolle, die, wo ihr sagt, verstricke ich eh nicht mehr. Oder wie gesagt, wenn ihr da noch 2, 3 Knäuel von einer Pullimenge übrig habt, die ihr nicht mehr braucht, weil der Pulli doch nicht so viel gefressen hat oder was weiß ich was. Wenn ihr da noch was habt in eurem Stash, dann bitte schickt das doch gerne an die Katja. Die freut sich. Ich packe euch die Adresse auch nochmal unten rein. Und die freut sich vor allem, weil sie es weitergeben kann, eben an diese Stelle. Die Leute, die da sind, freuen sich auch, weil sie dann eben stricken können. Und das, was rauskommt, geht bei uns wieder zurück in den Kreislauf, wo wir die gestrickten Sachen dann für Obdachlose weitergeben. Oder eben auch ans Frauenhaus, auch an eine Kindertagesstätte, wo geflüchtete Menschen, die Kinder untergebracht sind und so weiter. Also wir haben wirklich viele gute Stellen hier, wo wir das abgeben können. Ich denke, jeder von uns hat irgendwo in seinem Schränkchen so dieses 1, 2 oder 3 Knäuel, wo man sagt, ach, die hebt man halt auf, weil es zu schade ist zum Wegschmeißen, aber eigentlich macht man nichts mehr damit. Ganz, ganz wichtig wäre mir auch, bitte checkt, ob das Zeug keine Motten hat. Ja. Und wie gesagt, es wäre schön, wenn da jetzt nicht die Restmüll. Ja, das klingt so hart, aber ihr wisst genau, was ich meine. Und ihr wisst auch genau, wenn jetzt 20 Leute mir geile Wolle schicken, es gibt den oder die 21., die halt dann doch wieder froh ist, dass sie mal ihren Schrott rauskegeln kann. Das muss man immer rechnen. Gab es auch bei der Aktion jetzt wieder. Natürlich haben wir sau viel gute Sachen bekommen. Natürlich war aber wieder die 1, 2 Päckchen dabei, wo halt Sachen drin waren, wo ich sage, ja gut, die getragenen Tennissocken hätte ich jetzt nicht gebraucht.
es ist so, damit muss man leben, wenn man sowas macht, aber deswegen wirklich mein sehr deutlicher Appell, es soll sich davon keiner ans Bein gepinkelt fühlen, der das anständig macht, in der Hoffnung, dass die zwei, drei Leute, die es vielleicht trifft, nochmal drüber nachdenken, was sie schicken. Also, ja, viel Ding. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich gehe davon aus, weil ich bis jetzt nur super gute Erfahrungen mit euch gemacht habe, hier die beste Community der Welt auf jeden Fall. Und wenn da noch was über ist, gerne an die Katja, wir geben das da an diese Stelle weiter und dann ist denen geholfen, weil das ja wirklich für die auch eine tolle Beschäftigung ist und das, was rauskommt, hilft dann auch wieder. So. Ihr könnt damit übrigens auch gerne warten, bis der 24. vorbei ist, weil im Moment sind die Lieferdienste ja komplett überlastet. Also wenn ihr es danach erst durchschickt, freuen wir uns auch noch. Okay, dann war es das erstmal vom alles drumrum. Wir schieben mal rüber zur Hausaufgabe. Es ist ein bisschen was fertig geworden. Wie gesagt, ich war jetzt sehr fokussiert auf Weihnachten und dann gucken wir mal, was da so los ist. So, als erstes muss ich euch jetzt dann gleich mal ein kleines Video reinschneiden, denn wie erwartet ist das Star Wars Set fertig geworden. Also ich habe den zweiten Stulpen noch fertig gekriegt. Ich hatte ja Mützchen und Stulpen gestrickt und das ist aber auch schon auf dem Weg. Wie gesagt, mit Weihnachten vor der Tür muss man bei den Lieferdiensten einfach damit rechnen, dass es ein bisschen länger dauert. Deswegen wollte ich das unbedingt rechtzeitig weggeschickt haben vor Weihnachten. Es ist ein Wichtelgeschenk, also die Empfängerin weiß nicht, dass sie es kriegt. Ich bin sehr gespannt, wie sie reagiert. Wir sind so ein Mädels-Freundinnenkreis, der sich deutlich über Deutschland verteilt inzwischen. Und wir schicken uns dann zu Weihnachten immer die Videos, wenn wir auspacken und machen jedes Jahr ein Wichtel. Übrigens, vielleicht dieses Jahr ein bisschen spät, aber naja, kommt drauf an, mit wem man es macht. Wenn ihr mal wichteln möchtet mit Menschen, vor allem vielleicht auch welche, die nicht vor Ort ziehen, also das Lose ziehen oder sowas nicht in Frage kommt, kann ich euch ganz doll die Seite Wichtel-O-Mat empfehlen. Ich verlinke euch die unten. Da kann man sozusagen eine Wichtelaktion erstellen, dann schickt man einen Link an die Leute, von denen man gerne hätte, dass sie mitmachen und die melden sich dann dort an, man braucht nur eine E-Mail-Adresse, das ist auch alles ganz safe. Und wenn dann sich alle angemeldet haben, die Lust haben, dann drückt man auf Auslosen und ja, dann kriegt jeder einen Wichtel automatisch zugeneriert, man muss sich da umsonst nichts kümmern. Und jeder, der sich angemeldet hat, der Wichtel kriegt dann sozusagen die entsprechenden Daten und auch nur der. Ob man das jetzt per E-Mail, per Post, per was weiß ich was macht, das kann man ja absprechen. Man kann dann auch sagen, dass jeder ein Formular ausfüllen muss, wo man eben reinschreibt. Zum Beispiel, wir machen das immer so, dass wir sagen, wir geben kurz an, was mag ich nicht, was geht nicht, was kann, ein Einhornwunsch, ja. Manchmal hat ja vielleicht der Wichtel sozusagen genau das perfekte Teil zu Hause und will es loswerden. Also man ist sehr flexibel und das ist ein ganz gutes Tool, um eben auch über größere Distanzen oder mit Leuten, die man vielleicht jetzt nicht ständig sieht, ein Wichteln zu organisieren. Nur mal so als Tipp, wir machen das schon seit Jahren so und das funktioniert echt immer ganz super. Gut, also zumindest kommt jetzt ein Video, wo ich euch das fertige Set nochmal schnell zeige und danach bin ich wieder zurück hier. Hallo, ganz kurz wollte ich euch nochmal schnell das finale Ergebnis von meinem Star Wars Set zeigen, weil es geht heute in die Post. Also die Mütze kennt ihr schon, ihr habt auch den einen Stück schon gesehen. Hier ist nochmal der zweite an der Hand. Also ich habe auch gemerkt, ich habe mich beim ersten verstrickt, dass hier oben müssten eigentlich auch nochmal zwei rein sein wie hier unten. Jetzt, wo ich es an der Hand habe, finde ich aber, also ich habe relativ große Hände. Und, na, viel länger bräuchte es das, glaube ich, da gar nicht. Also instinktiv war das irgendwie okay so. So, genau, also alles drei fertig. Es wird jetzt eingepackt in dieses hübsche Star Wars Briefpapier. Briefpapier, Geschenkpapier. Und dann geht das heute raus an den Wichtel. Tschö. Da bin ich wieder. Ja, also ich finde, das ist ein super schön gewordenes Set. Das ist, manchmal gibt es ja so Sachen, die man für andere macht und sich dann denkt, ach, das ist aber hübsch. Aber ich glaube, ich würde es jetzt für mich so nicht nochmal stricken, weil ich einfach kein Stulpenträger bin. Das ist, also wenn es so kalt ist, dass ich was in die Hände brauche, brauche ich richtige Handschuhe. Und vorher bin ich da recht hart im Nehmen und habe die Hände einfach in den Jackentaschen. Aber
Schön ist es auf jeden Fall. Und die Mütze gefällt mir auch sehr gut. Die ist auch sehr hübsch geworden. So, dann habe ich noch was fertig. Und da in diese zwei Sachen eben das Star Wars Ding fertig kriegen und das hier sind auch, ist auch wirklich der Großteil meiner Zeit geflossen. Der kleine Flex ist fertig. Also, ich habe hier unten einen I-Cord gemacht. Es ist ein Bündchen angesagt, aber ich finde immer Bündchen bei so Babysachen unten ist immer ein bisschen schwierig, weil dann, ach, dann passt nicht ganz rein, dann muss man es immer rüberrupfen, dann klappt das Ding immer hoch. Ein I-Cord ist schön flexibel. Da passt das auf jeden Fall, auch wenn der Bauch vielleicht mal ein bisschen gebläht ist oder was weiß ich was. Da macht man nichts falsch. Und habe dann die Ärmel dran gestrickt. Ja, ganz klassisch. Also wirklich auch im Original-Flex-Design mit den Krausrippen am Arm entlang. So ist das ja im Original gedacht. Kann man ja auch weglassen. Ich habe jetzt wirklich mal das Original-Flex gestrickt sozusagen. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch die Fäden vernähen. Ich werde das noch ein bisschen nur leicht andampfen. Ich werde den nicht groß waschen und spannen. Bisschen andampfen, bisschen in Form ziehen. Hier unten den I-Cord ein bisschen, ne, gerade ziehen, dass der sich nicht so rollt. Und dann ist der so gut. Ihr seht, der ist winzig. Das Kind ist auch erst ein halbes Jahr alt. Also da passt sie, glaube ich, gut rein jetzt gerade. Und in der gleichen Wolle, das ist der Crazy Zauberball, jetzt sage ich es gleich wieder falsch, U-Boot, von Schoppe, aus der gleichen, zweifädig genommen. Deswegen meliert der vielleicht auch, ne, so mal stellenweise ein bisschen wild, weil es einfach zweimal der Zauberball zusammen ist. Und die gleiche Wolle nehme ich und tue jetzt für die größere Schwester, die ja mein Patenkind ist, oder unser Patenkind ist, nochmal einen stricken. Ich werde die ganze Family erst nach Weihnachten sehen, wahrscheinlich sogar erst in Silvester, deswegen habe ich noch ein bisschen Luft. Aber die ist 4,5, das Ding wird also deutlich größer und ich habe erst den Kragen angeschlagen, also da muss ich mich jetzt ein bisschen ranhalten. Aber zweifädig Sockenwolle, Vierernadeln, das geht recht zügig und der Flex strickt sich ja auch schön leicht runter. Das ist das Gute, das ist so ein handhabbares Muster, dass das ganz flott geht. Okay, aber hier ist der Kragen angeschlagen und jetzt muss ich halt, das wird jetzt sozusagen die nächste Sache, an der ich jetzt recht monothematisch stricken werde, damit der auch fertig wird. Aber ja, genau. So, also das war die Hausaufgabe, das Star Wars Set. Der erste kleine Flex, der ist fertig von Tin Can Knits, eine kostenlose Anleitung für 0 Monate bis 5 XL. Also wer mal einen Standard-Raglan-Muster, eine Standard-Raglan-Anleitung braucht, die echt immer gut geht, das ist der Flex der Tipp schlechthin. Der ist auch, wenn ihr ein bisschen Erfahrung habt, total gut variierbar, weil ihr könnt natürlich ein bisschen höheren Kragen machen, ihr könnt den Kragen weglassen und so einen offenen Rollkragen, also kein Rollkragen, sondern einen so gerollten Rand machen. Ihr könnt die Ärmel mit und ohne Krausrippen machen, ihr könnt die so lang machen, wie ihr lustig seid, ihr könnt natürlich den Body einfach verlängern. Oder entsprechend verkürzen, wenn ihr ein bisschen cropped haben wollt. Ihr könnt das Bündchen unten gestalten, wie ihr möchtet. Ihr könnt mit verkürzten Reihen, also gerade wenn man dann für größere Menschen strickt, also im Sinne von keine Babys mehr, dann bietet sich auch an, auf einer Seite verkürzte Reihen hier oben rein zu machen, damit man, na, das, ihr kennt das ja, wenn man das nicht macht, dann zieht es einem oft den Kragen so nach hinten, dass einfach eine Rückseite entsteht. Ihr könnt hier unten splitten und einfach hier einen Schlitz. Also hier sozusagen aufhören und dann immerhin hin und rück rein die eine Seite und die hinten stilllegen und dann die andere Seite, dass ihr so einen Schlitz an den Seiten habt am Bündchen, wenn ihr das haben möchtet. Also der ist so flexibel. Und was ihr aber habt, auf jeden Fall ist eine gute Grundanleitung für diesen Raglan und die ist kostenlos und ihr habt sie eben schon für alle Größen. Also ihr müsst da nicht mehr groß rumrechnen. Und könnt dann eben entsprechend anpassen, wie ihr lustig seid. Der, den ich für mich gemacht habe, da habe ich zum Beispiel dann unter den Armen angefangen, eine Taillenabnahme zu machen und dann auch wieder ein bisschen zuzunehmen, dass der ein bisschen taillierter ist. Geht auch. Jo, absolute Empfehlung, wie eigentlich die meisten Strickmuster von Tin Can Knits übrigens. Die hat so ein ganzes E-Book, wo sie sozusagen jedes Kleidungsstück einmal drin hat. Das ist komplett kostenlos. Damit man mit diesem E-Book praktisch einmal stricken lernt, indem man jedes Kleidungsstück einmal strickt und dabei halt immer irgendwelche neuen Techniken mitnimmt. Also auch super anfängerfreundlich, nichts zu kompliziertes, absolute Empfehlung. Das ist für mich so ein, sollte eigentlich jeder haben.
könnt ihr euch bei Ravelry kostenlos runterladen, einmal ausdrucken oder halt auch digital, je nachdem, wie ihr es möchtet und gut ist. Okay, das war's von der Hausaufgabe. Ab zum Werken. Ja, und das erste Werkteil habe ich euch jetzt praktisch eigentlich gerade schon gezeigt. Das, ich halte es nochmal kurz hoch, der Form halber. Also der Anfang, der Kragenanfang vom zweiten Flex, der wird jetzt eben in der Größe 4 bis 6 Jahre. Aber ansonsten vom Modell genau wie der andere. Wie gesagt, ich stricke mit diesem Crazy Zauberbällen in der Farbe U-Boot. Und ich habe deswegen gerade so lachen müssen, weil ich auf Instagram den Post gemacht habe, habe ich geschrieben in der Farbe UFO. Und dann hat tatsächlich Schoppel zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, also UFO haben wir nicht, du meinst wohl U-Boot, aber vielleicht nehmen wir das mal ins Farbangebot auf. Ich habe dann zurückgeschrieben, ich hätte sofort Ideen, sie sollen mich gefälligst kontaktieren, wenn sie eine Färbung UFO machen wollen. Mal gucken, ob das klappt. Aber ich hätte da schon Bilder vor Augen. Ja, nein, es ist das U-Boot und ihr seht, das ist so eine schöne Mischung aus Blautönen, Türkistönen, ein bisschen Helmgrau, dunkles Grau und ein bisschen verschiedenes Blau. Warum habe ich hier 4 so krude Knäuel davon? Also A, stricke ich zweifädig und ich habe mir das im Werksverkauf bei Schoppel gekauft. Da kannst du Packungen mit jeweils 3 bis 4 Knäueln kaufen, die nicht vollständig sind. Das sind die Enden, also die Endstücke von einer Produktion, na, wenn die ihre 100 Gramm Knäuel schön abgewickelt haben und das, was dann immer noch auf der Spule zurückbleibt, das wickeln die natürlich auch auf und die werden dann in so Tüten gepackt zusammen. Ich hatte jetzt 2 Tüten so um die 200 bis 250 Gramm und werden dann halt einfach zu Grammpreisen verkauft. Billiger als das richtige Knäuel, sind natürlich keine Banderolen rum, wie gesagt, du bist halt irgendwo im Knäuel, Genau, hast halt irgendeine komisch krumme Zahl. Aber war mir wurscht, weil ich wusste, ich brauche eine gewisse Menge und dann passt es ja. Und ich will eh 2 fertig stricken, also ist auch das total egal. Und ja, deswegen habe ich jetzt hier lauter so lustige Halb- und Dreiviertelknäuel, aber das geht super zum Stricken für mich jetzt hier, weil ich es eh 2 fertig mitlaufen lasse. Jo, genau. Also viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Lobhudelei auf Tinkernetz habe ich gerade schon gehalten. Dabei bleibt es auch erstmal. Okay, das Ganze wohnt übrigens in dieser wunderschönen Tasche, die mir die liebe Gloria mal geschickt hat. Und da geht's dann jetzt weiter. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass ich, also der Plan ist ganz feste vor Silvester, diesen zweiten Pulli fertig zu kriegen. So, und dann habe ich jetzt sonst von allem, was ihr kennt, eigentlich nichts mehr in die Hand genommen die Woche. Aber ich hatte ja auch jetzt wirklich schon vieles so runter und fertig gearbeitet. Sondern ich habe mal was ganz anderes aus dem Schrank geholt, weil dieses Jahr soll das jetzt bitte endlich mal weg und verschenkt werden. Das ist ja schon lange der Plan, dann hat es irgendwie nicht geklappt, dann ja, bin ich da umgeschwenkt, habe dann Sachen, die ich schon fertig hatte, doch für einen ganz anderen Zweck wieder benutzt. Und jetzt ist aber so, dass ich sage, nee, dieses Jahr passiert das und das passiert zu Weihnachten. Nämlich, ich habe, ja, Spüllappen, Putzlappen, nenn es Waschlappen, nenn es wie du willst. Also die Dinger sind aus Baumwolle, 60 Grad waschbar. Ich habe so unfassbar viel Baumwolle hier. Ich weiß nicht, irgendwas habe ich mal gekauft, irgendwas habe ich mal geschenkt bekommen. Irgendwie hat sich das hier angesammelt. So, also ich habe unfassbar viel Baumwolle hier und ich habe die jetzt mal schon vor 2 oder 3 Jahren alles zusammengepackt. Also ich stricke da nur noch das da draus und das wird dann immer verschenkt. Also immer, wenn wir irgendwo hingehen, gibt es Spültücher, wie auch immer, Topflappen, whatever. Und habe angefangen zu stricken. Und ich hatte schon den hier. Und ich hatte die grandiose Idee, ich finde die auch immer noch nicht schlecht, ehrlich gesagt, immer einen großen und 2 passende, Moment, ich muss das jetzt noch einmal hier entfütteln, einen großen und 2 passende kleine, also der große Türkise und die 2 passenden kleinen in Schwarz-Türkis. So, das war immer die Idee, ein großer und 2 kleine, was immer man damit macht, Untersetzer, whatever. Also das Set hatte ich schon. Dann hatte ich einen mit Schwarz-Gelb und hier schon einen passenden dazu. Ja. Und fertig und neu ist jetzt der hier. So, na, der geht dann in diesem Orange rein und passt da auch ganz gut dazu. Also das ist das zweite Set. Ich hatte nochmal 3 Sets, die habe ich aber an jemand anders verschenkt. Das war aber immer nur ein großer mit einem kleinen dazu.
Und deswegen muss ich jetzt sozusagen wieder aufstocken. Was ist denn hier eigentlich los? Moment, irgendwas hängt hier komisch. Oh, das habe ich noch nicht abgeschnitten. Okay, hier hängt noch der, nicht nur der Faden, sondern das ganze Knäuel dran. So, zweites Set. Ich brauche aber mindestens drei von diesen Sets. Deswegen werde ich jetzt eben, wie gesagt, die Woche noch bis Weihnachten damit verbringen, ein drittes Set zu stricken. Minimum. Minimum. Und das dritte Set, jetzt hatte ich es gerade in der Hand, genau, fängt jetzt auch wieder mit Schwarz an. Also das soll der große werden. Und diesmal möchte ich eigentlich in die Farbwelt hier rein. Also schwarz-rot, richtig rot. Das andere ist ja so schwarz-gelb. Aprikot, das soll schwarz-rot werden. Alternativ hätte ich auch noch lila gehabt, aber ich weiß bei allen dreien, dass lila nicht das große Farbschema ist, die es kriegen sollen. Deswegen bleibt es jetzt mal bei schwarz-rot und würde dann, falls ich wollmäßig nicht rauskomme, mit diesem Aprikoton, diesem Lachston ergänzen. Also das wäre das dritte Farbschema in so einem schwarz-rot. Also da müssen jetzt nochmal ein großer und zwei kleine Lappen fertig werden. Das geht zugegebenermaßen relativ zügig. Und wenn die drei Packen fertig sind, dann nehme ich mir den Rest und schaue, was ich noch raushauen kann. Und dann wird es richtig wild und frei, weil dann ziehe ich wirklich einfach raus, wie es kommt und misch bunt durcheinander. Das wird dann sozusagen, ich stelle immer gerne einfach noch einen Korb hin, wo einfach alles drin ist und jeder darf sich einfach rausnehmen, was er wirklich brauchen kann und lustig ist. Ist aus meiner Erfahrung besser, als immer wild was zu verschenken, was die Leute dann eigentlich gar nicht haben wollen. Genau. Eine Sache, die ist mir jetzt aufgefallen. Also damals hat mich das nicht gestört, als ich das alles angeschlagen habe. Jetzt denke ich mir so, naja, ob das so geil ist. Aber so riesig stört es auch nicht. Also ihr seht, die sind relativ locker und stretchy gestrickt. Das würde jetzt erstmal nichts machen, wenn man das wirklich als Putztuch nimmt, na? Dann ist das alles cool. Als Topflappen funktioniert es natürlich dann nur noch bedingt, weil wenn das sehr löchrig und sehr locker ist, dann kommt man halt doch, na, an die heiße Ware. Topflappen sollte man ja eigentlich eher sehr feste stricken. Topfuntersetzer vielleicht auch. Da muss man dann vielleicht auch eher häkeln, zumindest in meinem Fall, weil häkeln tue ich sehr fest. Mal gucken. Ich mache jetzt aber trotzdem die drei Sets mal gleich, bleibe so locker und für den Rest schaue ich dann mal. Ich muss auch zugeben, ich habe auch eine verhältnismäßig große Nadel. Also ich bin mit der 4,5er Nadel ran. Das ist vielleicht auch einfach eine Nummer zu groß. Also ich werde, wenn das dritte Set fertig ist, mit Sicherheit eine kleinere nehmen, also eine 3,5er vielleicht. Und dann schauen, dass ich auch wirklich ein bisschen festeres Zeug mache. Vielleicht nehme ich auch nochmal die Häkelnadel in die Hand und mache ein paar so kleine runde Pads, so Abschminkpads. Und das kann dann ja jeder so verwenden, wie er oder sie es für sinnig hält. Genau, aber das ist jetzt das zweite Ding, Thema Weihnachtsfokus. Also der Pulli, der zweite und eben so viel von dem Zeug hier verbraten, wie es geht. Damit ich auch endlich mal diese ganze Baumwolle los bin. Dazu soll dann Folgendes kommen. Also ne, das, die Baumwollsets und dazu kommt dann. Und ja, bitte keine Diskussionen hier über diese Wolle. Wir wissen alle, dass das mikroplastikmäßig scheiße ist. Aber ich habe sie nun mal. Wegschmeißen macht es auch nicht besser. Deswegen wird sie jetzt auch verbraucht. Also eigentlich soll dazu noch kommen für jeden noch einmal aus dieser Bubble von Rico so ein Topflappen oder kein Topflappen, ein Spüllappen oder irgendwas. So. Einen großen habe ich schon. Dann habe ich hier. Da müssen noch ordentlich Fäden vernäht werden. Noch zweimal so kleinere. Da bin ich eigentlich am Überlegen, beziehungsweise der Plan war eigentlich, dass ich die sogar nochmal falte, zusammennähe, damit die so ein dickeres Kissen sind, dass man die wirklich wie so einen Rubbelschwamm nehmen kann, auch dass die ein bisschen mehr Stand haben. Das werde ich wahrscheinlich auch tun. Da habe ich zwei Stück. Also hätte ich schon mal zwei solche fertig. Und dann sollen, also auch das sollen drei Sets werden mit dem entsprechenden großen dazu immer, ne? Das wären jetzt die hier. Hier würde was Blaues dazu kommen und dann noch ein drittes. Auch hier, wie gesagt, hätte ich dann auch noch mehr als genug übrig. Der Plan ist jetzt wirklich rauszuhauen, was geht. Und alles, was über das familiäre Geschenkeding rausgeht, sozusagen, dann in ein Körbchen zu stellen, meinen Kollegen auf den Tisch zu stellen in die Schule oder auch bei der Familienfeier. Dann da noch hinzustellen und sagen, gut, wer sonst noch was will, bitte jetzt.
Dazu wird es dann geben Seife. Ich habe ja diese ganz tollen Seifen da in, war es in Regensburg oder in Würzburg? Ich glaube, aber in Regensburg. Auf dem Hohenloher Wollfest habe ich die drei Seifen erstanden. Genau, die wird es dazugeben. Und ja, dann ist für mich, das sind die paar wenigen Geschenke, die es zu Weihnachten bei uns in der Familie überhaupt gibt. Also eigentlich schenken wir uns gar nichts. Ich bringe halt jedes Jahr eine selbstgemachte Kleinigkeit mit. Meine Mama bringt jedes Jahr Lebkuchen mit. Und also es ist ganz oft so, dass wir da wirklich nur so Kleinigkeiten am Tisch haben, aber da kein Zwang für irgendwas herrscht. Jo, und das ist alles, woran ich gewerkt habe oder gerade aktuell werke, denn wie gesagt, es sind ja Sachen fertig geworden und die Zeit gibt es momentan auch nicht mehr her. Aber das passt schon. Genau. Gut, in dem Sinne kann ich euch eigentlich gleich schon guten Gewissens weiter in den Pausenverkauf schicken. Mehr passiert hier jetzt nämlich gerade nicht. Sorry, nicht besonders spannend heute. Aber das wird auch wieder Ferien kommen, dann habe ich auch wieder mehr Zeit zum Stricken. Genau, wird schon. Ah, stopp. Bevor ich noch zum Pausenverkauf komme. Also was ich auch gerade noch werke, was ich jetzt aber aus logistischen Gründen nicht zeigen kann. Ich habe gerade eine Riesentüte an Wollsachen, Socken etc. Schals wieder mal dastehen, an denen ich kleine Stopf- und Reparaturarbeiten vollbringen muss. Also vor allem Wollsocken. Habe ich jetzt einige, die unten schon einfach dünne Stellen haben, wo ich jetzt einfach schon was verstärke, bevor sich Löcher reinlaufen. Weil aufgrund der sehr kalten Temperaturen jetzt auch schon viel Wollsocken getragen wurden dieses Jahr. Und an meinen, nicht an meinen gestrickten Wollpullis, sondern an anderen, also gekauften Wollpullis einfach. Manche von denen habe ich jetzt echt schon lange und jetzt merkt man, dass einfach jedes Jahr immer so ein paar kleine Stellen dazukommen, wo die halt einfach dünn werden, wo sich kleine Löcher reißen, die man relativ einfach schnell wieder zumachen kann, aber was man halt machen muss, damit es nicht größer wird. Genau, und leider habe ich mir an einem von meinen gestrickten Pullis ein Loch gerissen. Tatsächlich bin ich hängen geblieben. Das muss ich heute noch zumachen und ein Tuch ist mir genau das gleiche passiert. Da bin ich leider auch hängen geblieben. Das liegt auch alles schon länger rum. Ist jetzt nicht alles die letzten drei Tage passiert, aber ich warte dann immer, bis ich ein bisschen einen Haufen zusammen habe und dann hocke ich mich mal einen Abend hin mit Stopfpilz und Nadel und gebe Gas und das wird jetzt heute und morgen der Fall sein. Und im Zuge dessen, und deswegen zeige ich euch das noch, weil, ja, ich glaube, ich habe euch das damals gezeigt. Ich hatte ja hier mal diesen bösen Motten, diese böse Mottengeschichte, wo es mir im Schrank zwei Wollpullis, die aufeinander lagen und die habe ich auseinander, ich habe einen rausgenommen und gesehen, da ist ein Riesenloch und habe ich den anderen rausgeholt und an der gleichen Stelle war, also an der gleichen Lagestelle war auch ein Loch, also ihr könnt scharf davon ausgehen, dass da Motten zu Werke waren, die ich natürlich sonst nicht bemerkt habe, weil die sich da perfekt da drin einfach eingenistet hatten und in Ruhe ihr Leben genossen. Und das andere war mein Bubble Sweater, der hatte es genau am Bauch, das konnte ich super reparieren und das eine Stück war mein hier mein Helsinki-Sweater von Knit Loop aus der geilen Baby Lamp Alpaka. Also die Wolle ist ein Träumchen, die ist so weich und kuschelig. Der ist mega warm, aber die haben ja halt genau hier oben ins Bündchen reingefressen. So, und dann war ich ja damals schon recht verzweifelt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie man das reparieren soll. Also mit Stopfen ist hier nichts mehr, das können wir vergessen. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, hier Maschen aufnehmen, Bündchen ab, neues Bündchen dran. Das wäre die eine Option. Maschen abnehmen, einfach Häkelkante drum, gar kein Bündchen mehr, wäre auch eine Option. Und dann bin ich aber mal so in mich gegangen, habe mir gedacht, okay, realistisch, ich mag den Pulli, aber ich trage ihn nie. Das ist tatsächlich so, weil der ist so mega warm, dass ich den selten irgendwo anziehe, wo ich nicht einfach denke, ich gehe ein. Außerdem muss ich sagen, der Schnitt ist vielleicht nicht so für mich, wie andere Schnitte sein könnten. Ich meine, ich kann den schon tragen, aber ich bin immer so ein bisschen so, ja, ist einfach nicht mein Ding. Mir gefällt der super gut, aber er sieht an mir halt immer ein bisschen sackig aus. Das liegt aber einfach an Schnitt und Form, die nicht für mich gemacht sind, und zwar in der Grundlage. Also diese Art von Schnitt, von Aufbau passt einfach für mich nicht 100%. Ich meine, natürlich kann ich es anziehen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt Sachen, die schmeicheln einem halt ein bisschen mehr als andere. Und das ist leider eher
andere. So, und gut, das ist natürlich so eine zarte, kaum versponnene Wolle. Ja, er fusselt ziemlich. Und das, ja, weiß nicht, ist halt, wenn du dann auch noch Katzen hast und dann hast du überall immer die Haare und so. Ich weiß nicht, ich faktisch dafür, wie schön die Wolle ist und ja auch durchaus Geld gekostet hat und auch ihren Preis wert ist und Ding, dafür trage ich ihn eigentlich zu wenig. Also dafür, dass ich ihn dann einmal im Jahr raushol, weil da so kalt ist oder ich weiß, ich stehe jetzt 3 Stunden draußen, ist es eigentlich zu schade. Und deswegen habe ich jetzt überlegt, ich ziehe das jetzt durch, ich ribbel den. Das wird ein bisschen eine Scheißarbeit, weil, also die Wolle ist halt wirklich so weich und kaum versponnen, dass die natürlich an manchen Stellen hier schon ein bisschen Filzi macht. Also ich werde da gut was zu tun haben, den auseinander zu pfriemeln, aber ich bin gewillt, das zu tun, weil die Wolle einfach zu schade ist, um sie zu entsorgen. Aber ich werde ihn ribbeln und dann aus der Wolle irgendwas anderes Hübsches für mich machen. Weil die ist echt der Hammer. Ich kann mir da so einen richtig großen, dicken Schal richtig geil draus vorstellen. Vielleicht auch Mütze dazu, der einfach nur kuschelig und warm ist. Und vielleicht auch doppellagig. Also wirklich so ein Monster, wo du sagst, okay, da geht kein Windzug durch, kein Grat, wird es da kälter drunter. Und dann den Rest vielleicht nochmal mal schauen. Ja, also das ist der Plan. Ich hoffe, ich habe die Cojones, das dann auch wirklich durchzuziehen. Ich hoffe, ich kriege ihn auch möglichst gewaltfrei auseinander. Ich meine, das Gute ist, ich hatte ihn nicht so oft an, deswegen ist es nicht so krass verfilzt bis jetzt. Dass ihr mal wisst, was die Pläne gerade so sind. Das wäre jetzt auch noch so ein Projekt für über die Feiertage, beziehungsweise vielleicht auch schon dieses Wochenende anfangen. So, jetzt aber wirklich Schluss. Wir müssen das jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen hier. Jetzt habe ich Fusseln am Mund. Und jetzt gehen wir wirklich rüber zum Pausenverkauf. Im Pausenverkauf, ja, vor Weihnachten. Konsum, Konsum, Konsum. Aber hält sich in Grenzen. Es sind einfach ein paar Kleinigkeiten, die mir jetzt die Tage über den Weg gelaufen sind und die ich euch nicht vorenthalten wollte. Zuallererst, ich war letztes Mal, als ich aufgenommen habe, habe ich ja noch gesagt, ja, wir gehen zum Tierheim auf diesen Adventsmarkt, den die machen. Das war echt eine coole Veranstaltung, da war auch richtig viel was los, was mich für die Leute vom Tierheim hier wirklich gefreut hat, weil alle Erlöse gehen da ja ihrer Arbeit zugute. Und wie ihr ja vielleicht wisst in Deutschland, also Tierheime müssen sich komplett eigenfinanzieren. Na, die machen praktisch die Arbeit vom Staat, also herrenlose, menschenlose, damenlose, wie auch immer, frauchenlose Tiere aufzunehmen, zu pflegen, auch tierärztlich zu behandeln und unter Umständen auch langfristig zu beherbergen, aber müssen das alles eigenfinanzieren, wo ich mir denke, was wird der Staat denn machen, wenn die ganzen Tiere nicht da unterkommen könnten? Oder was würden die Leute mit den Tieren machen? Da möchte ich eigentlich überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich meine, wir wissen, was die Leute mit den Tieren machen, obwohl es Tierheime gibt. Und trotzdem werden wieder jedes Jahr so und so viel Hunde von Autobahnraststätten eingesammelt, Kätzchen aus irgendwelchen Mülleimern gefischt, was weiß, Tiere aus Messi-Wohnungen rausgezogen. Und zumindest hatten die einen kleinen Stand, wo sie so ein bisschen so Weihnachtsdeko-Zeug, ganz viel Selbstgemachtes auch verkauft haben, für einen ganz schmalen Taler. Und ich habe diesen Freund hier erstanden und der ist so niedlich. Also ich finde den so süß. Ja. Der hat so ganz flauschige Wolle hier, so Bouclé-Wolle heißt das, glaube ich, oder? Bouclé nennt man das so. Und eine ganz knubbelige Nase und eine Mütze. Da ist auch nichts drunter, also der ist so wie er jetzt hier ist, ist er auch. Und da konnte ich nicht vorbeigehen. Ich glaube, der hat nur 5 Euro gekostet. Ganz schlechtes gewesen. Ich glaube, ich habe 10 gegeben, weil ich gesagt habe, passt schon. Also ging ja eh ins Tierheim. Aber den finde ich total süß. Also mal so für den Größenvergleich, ein bisschen größer als eine Hand. Also der ist schon ein bisschen, da ist schon ein bisschen was dran. Und der steht jetzt bei uns hier im Schrank als kleine Weihnachtsdeko. Ich habe mal versucht, selber einen von diesen Gnomen da von Imagined Landscape zu stricken. Wir werden keine Freunde. Mache ich auch nicht mehr, versuche ich auch gar nicht erst. Aber ich habe trotzdem so eine, irgendwie über die Jahre hat es ergeben, dass ich so eine kleine Wichtelsammlung habe, weil ich immer mal wieder von Leuten Wichtel aus verschiedenen Materialien geschenkt bekommen habe. Keine Aufforderung, das zu tun, bitte. Aber jetzt habe ich halt so 3 oder 4 Stück und dann dachte ich mir, naja, da kann der jetzt auch noch dazu.
So, das ist das Erste, was eingezogen ist. Dann bleiben wir bei Wolligem. Und ja, ich weiß, ich könnte das alles selber machen, aber darum geht es ja jetzt nicht. So, ich habe mir Socken gekauft. Und ja, natürlich kann ich mir die selber stricken, aber die sind für auch für den guten Zweck. Es gibt hier sowohl in Nürnberg als auch in Erlangen gibt so kleine Weihnachtsmärkte, die eben Partnerstädte repräsentieren und auch ein bisschen so alternative Weihnachtsmärkte, wo es dann eben auch so ein bisschen so Kunsthandwerk und so Zeug gibt. Und in dem Fall war das der Stand von San Carlos, glaube ich. Ja, die eben auch für Projekte dort vor Ort sozusagen Dinge verkaufen. Und unter anderem eben auch die Stricksocken. Und ich muss sagen, mit 20 Euro auch zu einem, wie ich finde, angemessenen Preis. Mir blutet immer das Herz, wenn ich auf irgendwelchen Weihnachtsbasars oder sonst wo die 10 Euro selbstgestrickten Socken sehe und mir jedes Mal denke, ey, das kostet die Wolle einfach. Na, lass die gespendet sein, aber 10 Euro. Und ich weiß, dass gerade, na, so oft bei so Vereinen oder bei der AWO oder was weiß ich was, dann natürlich da oft die Omis hocken und froh sind, dass sie noch stricken können, aber verlangt doch ein bisschen Geld dafür, das auch angemessen ist der Arbeit. Und ich weiß nicht, klar kauft es dann wieder jemand, aber ich glaube, man muss auch die Leute mal ein bisschen dazu hinerziehen, dass das halt keine Billigramschware aus China ist, die Strickmaschine hergestellt hat, industriell, sondern dass da halt Handarbeit drinsteckt. Also wie gesagt, ich finde 20 Euro extrem angemessen und ich fand die Färbung so niedlich, so ein bisschen dieses Weiß mit Konfetti drauf, und weil man nie genug warme Socken haben kann, habe ich die mitgenommen und es geht ja auch noch für einen guten Zweck. So, H&W Germany wäre die Wolle. Hier ist die Banderole mit dran tatsächlich. Also Komfort, falls das jemand nachstricken möchte. Ich weiß nicht, ob er die nochmal irgendwo herkriegt. Das sieht schon alles sehr alt aus. Aber okay, ja, genau. Gut, also das ist eingezogen. Und als Letztes. So, ich möchte erklären, was jetzt kommt. Es gibt zwei Dinge, die man wissen muss. Punkt 1. Mein Mann und ich sind ja auch ein bisschen nerdy und unterwegs und Comics und all so Zeug. Und wir gehen immer auf die Comicmesse in Erlangen, wenn die ist, also eine der größten in Deutschland auch, alle 2 Jahre. Und die war dieses Jahr wieder. Und auf der Comicmesse haben wir an einem Stand ein Quartett gesehen. Und ich bin sofort hingestürzt und habe gesagt, will haben. Warum, erkläre ich euch gleich. Und der Mann an dem Stand hat gesagt, ja, das ist eigentlich nur so ein Ausstellungsstück, so ein Prototyp, den er mal so spaßeshalber entworfen hat. Aber ich wäre jetzt schon die X-te, die sagt, wo kann ich das kaufen? Und er überlegt jetzt, ob es in Produktion gibt. Also da stellen auch immer Designstudenten und Designschulen aus. Und er war eben einer dieser Designstudenten, die da ausgestellt haben. Und das war praktisch eigentlich nur eine Arbeit von ihm. Und gar kein Produkt, aber er meinte dann eben, also wenn genug Leute zusammenkommen, die es auch bestellen würden, dann überlegt er sich, ob er das mal produzieren lässt. Gut, also ich mich in eine Liste eingetragen und tatsächlich vor kurzem kam die E-Mail so, also wir haben das jetzt alles durch und es sind auch genug Leute und er hat jetzt die ganze Logistik dahinter geordnet und sortiert und dass das alles läuft. Und wenn ich jetzt möchte, könnte ich jetzt bestellen. Also habe ich bestellt 2 Quartetts. Ein Quartett kennt ihr hoffentlich alle, ne? Diese Kartenspiele. Genau. So, das ist die eine Seite. Warum es jetzt dieses Quartett geworden ist, und ich zeige euch gleich, was es ist. Das war im Sommer, und wir saßen im gleichen Sommer diesen Jahres ein bisschen vorher bei einer Kollegin zum Grillabend mit einer anderen Kollegin und beide Lebensgefährten und der Mann von der gastgebenden Kollegin und die Kinder. Also es war ein schöner, gemütlicher, toller Abend. Und als die Kinder dann so langsam gen Bett verschwunden waren und uns das Bier ganz gut geschmeckt hat, kam dann irgendwann so, und haben wir eigentlich irgendwas zu spielen da, also Würfel oder irgendwas, ob man noch ein bisschen irgendwie, manchmal ist ja ganz schön, wenn man dann so in einer Runde ist, dass man noch mal ein bisschen was macht. Und dann meinte sie, naja, ich habe nur Spiele für Kinder und irgendwo habe ich noch dieses so ein Quartett. Und dann holte sie alles raus und das Quartett, das sie besaß, war original ein Kaka-Quartett, also ein Scheiße-Quartett. Und das klingt erstmal echt eklig und das war es stellenweise auch, aber wir hatten eine dermaßen Gaudi, also wir waren auch ein bisschen angeschleckert zugegeben.
Wir hatten eine dermaßen eine Gaudi, dieses Kaka-Quartett zu spielen, weil da wirklich jede Quartettkarte halt eine Art von Stuhlgang war. Also da war der Bierschiss dabei und dann halt, also wirklich Montezumas Rache und Ding. Mit so lustigen Kategorien wie Gewicht, Stinkfaktor, also es ist eigentlich wirklich eklig und Ding und kindisch und alles, aber aus irgendeinem Grund hatten wir eine solche Gaudi an dem Abend mit diesem Quartett. Ja, manchmal kommt es halt durch, egal wie alt du bist. So, also, diese Geschichte, ein paar Wochen später auf der Comicmesse sehe ich folgendes Quartett. Ja, irgendjemand hat mir gesagt, ach danke, irgendjemand hat mir eigentlich den Tipp gegeben, dass ich das einstellen kann, dass es bei euch richtig rumgezeigt wird. Habe ich jetzt natürlich wieder vergessen vorher, aber trotzdem danke nochmal. Ich versuche dran zu denken. Also das ultimative Furzquartett. Ja. Und ich war wirklich dagestanden, das war so, okay, ich muss das dieser Kollegin schenken, damit sie eben beides zu Hause hat. Einfach nur aus Gaudi. Und dann habe ich jetzt eben das bestellt, als die Nachricht kam von dem jungen Mann, dass die jetzt zu bestellen wären. Und für die andere Kollegin, die dabei war, habe ich es nochmal bestellt. Also ich habe ihm zwei abgekauft, weil ich mir dachte, ah, coole Aktion und na, kreative Künstler und so kann man ja auch mal unterstützen. Und er macht das jetzt wirklich auch in der Selbstherausgabe. Also das ist okay und habe eben für beide Kolleginnen, die an dem Abend anwesend waren, das Furzquartett noch als kleine Weihnachtsüberraschung gekauft. Der junge Mann heißt Erik van Schoor. Also der hat jetzt natürlich keine offizielle Seite. Der hat halt die Leute angeemailt, die sich in die Liste eingetragen haben. Ich kann seine E-Mail-Adresse mal unten verlinken. Wenn ihr Interesse habt, da irgendwie jemanden zu beschenken, wo ihr wisst, da kommt es vielleicht witzig an, dann könnt ihr ihm ja schreiben, ob das vor Weihnachten noch was wird, kann ich nicht garantieren, aber ich meine, auch die nächste Silvesterparty kommt. Und jetzt zeige ich es euch mal kurz. Also das ultimative Furzquartett mit 32 atemberaubenden Furzarten. Und da sind dann eben, ja, also das geht dann halt hier los. Der Standardfurz, der Schleicher, der Bohnenfurz, der Ninja und dann gibt es eben so Kategorien wie Lautstärke, Stinkfaktor, Dauer, Vibrationsfaktor, Gasvolumen und das sind die Stech-Dinge, sozusagen der Bierfurz, der Hundefurz, der feuchte Furz, der Urknall. Ja, also es ist komplett albern und Ding, aber für mich ist es jetzt einfach ein Gag, weil wir eben diesen einen Abend so eine Gaudi mit diesem Kaka-Quartett hatten, dass das für mich jetzt so die logische Ding ist, zu sagen, hey, es gibt einen zweiten Teil dazu und mich damit praktisch instant im Sommer wieder zum Grillen einzuladen. Ja, wollte ich mal geteilt haben. So, wenn, ja, sowas wie ich unterrichtet eure Kinder und leitet demnächst Schulen. Also, falls jemand interessiert, ich werde die E-Mail mal unten reinhängen. Schreibt ihm mal, wie gesagt, ob das vor Weihnachten noch klappt. Schwierig, denke ich, weil er hat schon geschrieben, dass er hofft, dass er noch alles ausgeliefert kriegt, weil jetzt doch so viel ist. Aber auf lange Sicht hat ja vielleicht auch mal jemand Geburtstag oder so. Und vielleicht für eure pubertierenden Teenager wäre das bestimmt auf jeden Fall unter Umständen auch ganz witzig. Es ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Na? Das sind alles natürliche Körperfunktionen. Wo ihr dieses Kaka-Quartett herkriegt, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Müsste mal googeln, ob ihr das irgendwo herbekommt. Vielleicht, dass man es im Doppelpack verschenkt. Okay, das soll es gewesen sein an Dingen, die bei mir eingezogen sind. Eine Sache möchte ich aber noch erwähnen. Die liebe Ingrid, also Ingrid und ich, wir haben hier eine ganz tolle Beziehung. Die hat ja, das war die mit der schönen Geschichte mit dem Tablet. Dann hat sie ja auch noch was gewonnen, hin und her, hin und her. Jetzt ist anscheinend bei der Katja sind Geschenkpäckchen aufgeschlagen für Katja und mich. Von ihr. Und ich bin gespannt. Ich habe es noch, ich war am Freitag da, aber der Postmann war kurz nachdem ich da war da. Also ich werde es erst nächsten Freitag holen können, aber noch vor Weihnachten. Und bin dann sehr gespannt, was drin ist, aber ich sage schon mal danke. Und jo, das soll es dann jetzt wirklich gewesen sein. Gut, dann rutschen wir rüber zum Fernsehwagen. Zum Lehrerzimmer, so kurz vor Weihnachten, mag ich gar nicht mehr schimpfen. Habe jetzt zwei Wochen genug ausgelassen. Ich hoffe, ich muss niemandem sagen, dass wir bitte keine Haustiere verschenken zu Weihnachten. Ja, Tiere sind keine Geschenke. Tiere sind eine lebenslange Verantwortung, zumindest mindestens mal die Lebenszeit der Tiere und ein Kostenfaktor. Und
Also ich sag's mal so hart, wer sich überlegt, ein Tier anzuschaffen, das ist in ungefähr für mich die gleiche Verantwortungsebene wie die Überlegung, ein Kind anzuschaffen, weil du holst dir einfach ein Lebewesen ins Haus, für das du verantwortlich bist, das zu versorgen, das zu ernähren und auch im Krankheitsfall entsprechend die Rechnungen zu bezahlen. Und das sollte man auch einfach so handhaben, so eine Anschaffung. Und wenn du sagst, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, noch ein Kind zu Hause zu haben, um das zu versorgen, dann solltest du ja auch kein Tier anschaffen. So. Ja, meine Meinung. Gut. Aber von da aus geht's trotzdem ab in den Fernsehwagen. Und dann sind wir schon durch für heute. Bis gleich. Ho, 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 auf zum Fernsehwagen. Ich habe heute für euch dabei ein bisschen Podcast und relativ viel Fernsehen. Ja, fangen wir einfach vorne an. Podcast. Ich weiß nicht mehr, wo ich über diesen Podcast gehört habe. Ich bin nicht von selber drauf gestoßen. Ich glaube ziemlich sicher, es war im Frickelcast, dass die Steffi den empfohlen hat. Aber ich finde ihn so gut, dass ich ihn trotzdem auch nochmal weiterempfehle. Achtung ist für Menschen, die des Englischen mächtig sind und zwar wirklich auch flüssig verstehen, denn die sprechen nicht nur flüssiges, schnelles Englisch, also der ist jetzt nicht gemacht für Leute, die sich so irgendwie durchkämpfen, sondern die ziehen wirklich durch und sie haben auch Akzent drauf, also man muss schon Englisch gut verstehen und manchmal ist es halt auch einfach fachlich so, dass man schon ein bisschen ein gewisses Vokabular haben muss. Aber wer des Englischen sich mächtig fühlt und sagt, nee, eigentlich, also ich kann auf Englisch auch Fernsehen schauen und so, dann sollte das schon funktionieren. Und zwar You Are Dead to Me, also du bist tot für mich. Das ist ja so ein, ja, Sprichwort ist es, sagt man da nicht, ein Idiom, also eine Redewendung, eine sprachliche Wendung, die man im Englischen ja benutzt, eigentlich um jemandem zu sagen, du bist für mich gestorben, würden wir im Deutschen sagen, ja? Und You Are Dead to Me. Und ja, so heißt der Podcast und es geht tatsächlich um Geschichte und es geht jede Woche oder alle zwei Wochen, weiß gar nicht, wie er erscheint, ich höre gerade die alten Folgen erstmal nach, um ein Thema aus der Geschichte. Das kann eine Person sein, das kann eine Epoche sein, das kann ein gewisser Brauch sein, das kann ein Event sein, also es gibt, das kann eine Kultur sein, also es gibt alles Mögliche. Und jede Woche wird dieses geschichtliche Ding sozusagen näher angeschaut. Es wird moderiert von jemandem, Namen kann ich gerade nicht. Es wird moderiert von jemandem, der für die, also das Ganze wird von der BBC produziert, fangen wir mal vorne an, es ist britisch. Der Moderator hat den Horrible History Podcast und Sendung auch für die BBC gemacht. Er ist selber, also er hat selber auch Geschichte studiert, also er ist Geschichtskenner. Er holt sich immer zwei Gäste rein. Und zwar einmal einen History Buff, also jemanden, der sich bei dem Thema, um den es in der Sendung geht, um das es in der Sendung geht, wir machen ganze deutsche Sätze, bei dem die da spezialisiert sind. Ja, also Doktoren, Professoren, Doktorinnen, Professorinnen, Leute, die, wenn das Thema jetzt ist, was habe ich denn neulich gehört? Die Mayflower. Also dieses Schiff, das die Leute von Großbritannien nach USA gebracht hat, das berühmte Aus- und Einwandererschiff, dann holt er sich halt jemanden, der da komplette Expertise hat, der also nicht nur Geschichte studiert hat, sondern sich eben spezialisiert hat auf die Zeit oder das Thema. Und in der anderen Ecke, also die zweite Person, ist immer ein Comedian. Und das ist immer super lustig, weil da eben dann eben diese zwei Welten aufeinandertreffen. Also einmal die History-Nerds, also die Geschichts-Nerds und auf der anderen Seite dann eben die Comedians, die halt mit so mehr oder weniger brauchbarem Halbwissen, wie wir es halt alle über Geschichte haben, glänzen oder eben auch nicht. Und das hat auch immer einen ähnlichen Aufbau. Also am Anfang gibt der Moderator immer erstmal so, dass er sagt, okay, also ich erzähle jetzt erstmal, was ich denke, dass die meisten Leute über das Thema wissen und gibt dann halt so einen Abriss über... Wenn ich 10 Leute auf der Straße frage, was weißt du über die Mayflower, würde ich wahrscheinlich diese Sachen hören. Dann lässt er das von dem Geschichtsmenschen einordnen, fragt dann auch immer den Comedian so, na, was denkst du, wie das und das jetzt ist, dann erklärt es der Geschichtsmensch. Das ist immer super witzig, weil es also einfach wirklich so ein schönes Hin- und Her-Spiel ist. Es ist nicht zu trocken, weil es eben nicht nur so reiner Fakten
so reines Faktengekrapsche ist und auf der anderen Seite aber halt auch jemand ist, der dann auch schlagfertig und witzig damit umgehen kann. Ich mag den Podcast total gerne. Ich finde, das ist super angenehm zu hören. Die sind einfach lustig, es ist informativ. Und am Schluss kriegt dann der Geschichtsnerd immer noch 2 Minuten, wo er über eine Sache nochmal 2 Minuten ungestört referieren darf, also richtig reingehen darf. Und dann wird der Comedian immer abgefragt, was er sich jetzt gemerkt hat aus der Show. Also dauert meistens nicht ganz eine Stunde, haben super spannende Themen, ist super lustig gemacht. Ich mag es gerne, wie gesagt, Haken ist, euer Englisch muss da sein. Ja, gut. Zweiter Podcast, und jetzt komme ich mit was ich euch letzte Woche empfohlen habe, nämlich Seelenfänger. Also ich habe euch letzte Woche ja erzählt, dieser Seelenfänger-Podcast, wo es eben um diese Anastasia-Bewegung ging. Da kam wirklich 2-3 Tage später die 2. Staffel raus und diesmal geht es um eine geheime Organisation. Also es ist ein wenig reißerisch zu sagen, innerhalb der katholischen Kirche, aber es geht um eine Abspaltung, eine Sektengruppe, wenn man so will, die sich zumindest der katholischen Kirche zuordnet und von dieser auch anerkannt worden ist. Und das ist also schon das Spannende. Und wo eben auch also Dinge passieren, die nicht gut sind. Also es geht um Gewalt, es geht um Gehirnwäsche, es geht um Unterdrucksetzen und so weiter. Also faktisch eine Sekte, die sich da eben katholisch schimpft, eigentlich weit über das hinausgeht, was die Kirche macht, aber auch von der Kirche anerkannt wurde und da in dieser Anerkennung etc. eben auch unser bayerischer Papst, ja, Benedikt, verstrickt war. Also es ist spannend, die 2. Staffel geht jetzt praktisch um eine andere Gruppierung, aber der Podcast bleibt bei diesem Motto Seelenfänger. Ne? Und das Gute ist, für zur 2. Staffel gibt es jetzt in der ARD-Mediathek auch eine halbstündige Doku. Also in der Kombination mit Sicherheit ganz spannend, ja, einmal diesen Podcast, der hat wieder 7 Teile oder sowas, also kann man wieder schön bequem am Stück runterhören und dann eben die ARD-Mediathek-Doku dazu. So, und wenn wir schon in der ARD-Mediathek sind, wie immer, ich verlinke euch alles unten, ihr wisst es, dann möchte ich euch noch auf den Bereich Kultur in der ARD-Mediathek aufmerksam machen. Also da gibt es ganz viele, die haben einen Bereich, der heißt ARD-Mediathek, ARD-Kultur. Und die haben, das habe ich auch erst für mich jetzt gerade so entdeckt, die haben ganz viele ganz tolle Formate, die praktisch so 3- oder 4-teilig sind. Das ist so eine richtige Formatform in diesem Kulturbereich, wo sie eben bestimmte Themen da durchleuchten, die was mit Kultur, mit Entwicklung, mit Design etc. zu tun haben. Ich bin drüber gestolpert, weil es da eine 4-teilige Serie gibt, die Beyond Fashion heißt. Also nach der Mode, hinter der Mode, also was kommt nach der Mode sozusagen und über die Mode hinaus. Und da geht es aber grundsätzlich erstmal um Mode und um Design und aber eben auch um viel, viel mehr. Und vor allem in dem Fall im Hinblick auf Mode und auch Gender. Also es geht eben darum, Mode zu entwerfen, die in ihrer Art vielleicht non-binär ist, weil sie eben von allen getragen werden kann, aber auch wie eben Menschen Mode nutzen, um sich abzugrenzen oder eben auch nicht und so weiter und so fort, wie da auch inzwischen einfach diese scharfen Trennungen verlaufen im Gegensatz zu früher, also dass bestimmte Kleidungsstücke eben nicht mehr nur für Mann oder für Frau da sind, sondern dass da eben, wie gesagt, auch inzwischen die Grenzen ganz fluid sind und das übrigens, bevor jetzt hier gleich wieder jemand, wobei das mir jetzt hier so noch nicht passiert ist, aber bevor jetzt jemand meint, er muss mir jetzt erzählen, dass das alles woker Blödsinn ist, vor 100 Jahren hätten wir Frauen nicht in Hosen rumlaufen dürfen. So, ja. Also von dem her, es gab schon mal ein Brechen mit modischen Vorstellungen, nämlich, dass Frauen Hosen tragen dürfen, dass Frauen auch nicht vom Boden bis zum Kinnansatz in Stoff gewickelt sein müssen, sondern dass man Haut zeigen darf und so weiter und so fort. Also auch da hat sich viel geändert und das schon lange, bevor wir jetzt hier irgendwie den Begriff des LGBTQ hier hatten. Da denke ich mir dann auch immer, wenn die Leute sich hier so künstlich aufregen, ja, es ist nichts Neues, es ist wirklich nichts Neues. Gut. Also Beyond Fashion ist eine Empfehlung von mir, eben 4 Folgen über
das Thema Mode und zwar eher zukunftsblickend, also wie wird Mode sich verändern, wie wird sich Gesellschaft verändern und die Mode darin und so weiter und so fort. Das Ganze wird moderiert oder durch die Sendung wird geführt von, jetzt fehlt mir schon wieder der Name, aber ich glaube, sie ist jetzt das richtige Pronomen. David, Nachname, weiß ich gerade nicht. Sie ist auch Teil der Queer Eye Deutschland-Truppe. Das ist ja auch eine tolle Sendung auf Netflix, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Also generell Queer Eye ist toll. Klar, die amerikanischen sind die Vorreiter, aber es gibt inzwischen eben auch eine Staffel aus Deutschland, wo auch der Aljoscha zum Beispiel dabei ist und so weiter und so fort. Tolle Empfehlung auch. Und ja, sie moderiert das und es ist halt spannend. So, und da gibt es eben noch ganz viel anders. Da gibt es dann Pixel Party, also wo, da wird 4 Folgen lang eben dieses Metaverse angeschaut, was jetzt so kommt und wie das eben das Gaming beeinflusst und so weiter und auch unser Leben. Dann, also es gibt da ganz viel. Wenn ihr Bock ein bisschen auf so auf diese Schiene habt, so ein bisschen Kultur, Design, Art, ja, also wenn das für euch interessant ist, dann gibt es da echt ganz viele so 4-Teiler, die wirklich super spannend bestimmte Themen beleuchten. Und was es dann noch gibt, ist jetzt was Neues, nämlich Studio Orange. Das ist die neue Sendung von Sophie Passmann, tolle Autorin, tolle Frau, die da praktisch das literarische Quartett in cool macht. Also in nicht angeschaut und nicht ganz so bierernst und sich da Leute einlädt, die dann klug über Literatur reden und eben aber auch über alles Mögliche an Literatur und nicht nur über so ganz gestrenge ja, Klassiker oder ja, ernstere Belletristik, sage ich jetzt mal. Genau, also wer da Lust drauf hat oder sagt, ich lese gern Bücher, der kann da bestimmt sich auch mal einklinken und ja, kriegt da neuen Input oder genießt einfach nur, dass da ein paar smarte Leute über Literatur reden. Und wer Sophie Passmann kennt und mag, für den ist das ja eh eine Empfehlung. Genau, so, das soll es gewesen sein. Mit den Tipps für heute und mit allem anderen. Irgendwie, ich weiß nicht, wie ich immer auf 2 Stunden komme, aber ich glaube, wenn ich sonst nichts habe, dann labere ich einfach mehr. Weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt so durchpreschen. Naja. Ja. Ich sag tschüss. Ich wink mit der Bommel. Wir sehen uns rund ums neue Jahr wieder, denke ich. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal frohe Festtage, wie auch immer ihr sie verbringt, ob das jetzt für euch ganz wichtig ist oder vielleicht auch eher so Tage, wo man nur darauf wartet, dass sie rumgehen, dann auch das kann es ja geben. Ich wünsche euch auf jeden Fall Erholung und Ruhe und macht es euch so angenehm und schön wie möglich, was auch immer das für euch dann heißt. Ja, und ich denke an euch und schicke euch positive Gedanken, wenn das für euch eine nicht so schöne Zeit ist oder eine anstrengende Zeit ist und drückt die Daumen, dass ihr da auch gut durchkommt und wir sehen uns dann rund um den Jahresanfang wieder. Denkt dran, für mich ist auch die letzte Runde. Macht's gut. Ciao.